Dieses Verdeck muss manuell geschlossen werden. Die Arbeiten beginnen im Kofferraum. Dort entriegeln Sie die Rückbank. Dann drehen Sie die Muttern auf beiden Seiten des Kofferraums heraus. Entfernen Sie die Verkleidung vom Bolzen. Darunter befindet sich ein Seilzug, an dem Sie mit einem geeigneten Werkzeug kräftig ziehen. Durch das Ziehen auf beiden Seiten wird der Verdeckkasten entriegelt. Anschließend setzen Sie die Verkleidung wieder auf den Bolzen und drehen die Muttern fest. Auch die Dichtung kommt wieder an ihren Platz. Öffnen Sie den Verdeckkasten und sichern Sie ihn mit einem Bolzen. Legen Sie die Verriegelungshebel auf beiden Seiten um. Anschließend demontieren Sie die Abdeckung. Mit der Hilfe eines Kollegen schieben Sie das Verdeck nach vorne. Ziehen Sie die Kofferraumabdeckung nach oben und lösen Sie den Klettverschluss der seitlichen Verkleidung. Nun müssen Sie über die Vorsitzbank in den Kofferraum. Klappen Sie die Sitzbank um und decken Sie sie entsprechend ab. Zwei Kollegen schließen nun den Verdeckkastendeckel. Anschließend drücken Sie den Stoffhaltebügel und den Verdeckkastendeckel nach unten. Im Kofferraum stecken Sie einen 6 mm Inbusschlüssel auf einer Seite von innen nach außen durch den Innensechskant im Kniehebel. Setzen Sie einen geeigneten Gabelschlüssel zwischen Inbusschlüssel und Bolzen an und drücken Sie, bis die Verdeckmechanik verriegelt ist. Hier nochmals am ausgebauten Verdeck dargestellt. Verriegeln Sie auch die andere Seite. Drehen Sie die Welle am Verdeckverschluss im Uhrzeigersinn, bis das Verdeck verriegelt ist. Die Notschließung ist damit abgeschlossen. Weiter geht es mit der Notöffnung des Verdecks. Drehen Sie die Welle am Verdeckverschluss gegen den Uhrzeigersinn, bis der Verschluss entriegelt ist. Nun geht es wieder in den Kofferraum. Dort stecken Sie den Inbusschlüssel von innen nach außen durch den Innensechskant im Kniehebel. Drehen Sie ihn, bis die Verdeckmechanik entriegelt ist. Das machen Sie auch auf der anderen Seite. Öffnen Sie den Kofferraumdeckel und drehen Sie an beiden Seiten die Muttern von den Bolzen. Entfernen Sie die Verkleidung und ziehen Sie mit einem geeigneten Werkzeug am Seilzug. So entriegeln Sie den Verdeckkastendeckel. Montieren Sie alles wieder.
Mit einem Kollegen öffnen Sie den Verdeckkastendeckel und sichern ihn mit einem Bolzen. Bringen Sie den Klettverschluss der Kofferraumverkleidung wieder an. Legen Sie den Entriegelungshebel auf beiden Seiten um und drücken Sie die Kofferraumabdeckung nach unten. Zu zweit öffnen Sie das Verdeck manuell. Legen Sie die Verkleidung auf und klipsen Sie sie ein. Denken Sie daran, auch die Dichtung wieder an Ihren Platz zu bringen. Nehmen Sie den Bolzen heraus und schließen Sie den Verdeckkastendeckel. Müssen Sie weitere Reparaturen durchführen, können Sie den Heckdeckel nur mit Hilfe der Star-Diagnose öffnen. Dazu gehen Sie auf das Signalerfass- und Ansteuermodul hinten, dann auf Ansteuerungen und schließlich auf Kofferraumdeckelschloss. Dort können Sie den Kofferraum entriegeln. Nach Beendigung der Arbeiten öffnen und schließen Sie das Verdeck mehrere Male, um die Hydraulik zu entlüften. Damit sind die Arbeiten abgeschlossen.